So, Päuschen rum. Oh mein Gott. So. Ich sage so, was ich höre, ist, oh mein Gott. Ich habe gerade aufgestoßen. Ich soll die Dinger in der richtigen Reihenfolge jetzt aktivieren. Okay. Krieg ich hin. Wenn mein Typ sie mal treffen würde. Warum? Warum kämpfe ich eigentlich? Kira, du erledigst das. Du bist auf Schaden eingestellt. Hä? Welcher? Der da. So, Nummer 1 ist ausgeschaltet. Ne? Da, der Jedi, der Tarnis auf Coruscant getötet hat. Ich würde euch davon abraten, die Energiestation meines Lasers abzuschalten. Ich brauche sie nämlich. Da draußen sind so viele Ziele, die darauf warten, vaporisiert zu werden. Wer ist als nächstes dran? Das Farmermädchen? Oder der alte Colonel? Richtet den Laser auf euch selbst und erlöst uns von eurem Elend. Also wirklich, wie unhöflich. Oh nein, ich fürchte, das Farmermädchen hat es nicht geschafft. Ich frage mich, wie lange der alte Colonel noch lebt. Ich kann jeden töten, den ich möchte, und ihr könnt es nicht verhindern. Habt noch einen schönen Tag? Na, warte, dir schlage ich den Kopf ab. Du hast ein Mädel getötet. Nö, das sind alles meine Mädels. Das lasse ich nicht durchgehen. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Nö, nö, nö. Nett mit mir, nett mit mir. Kann ich die umgehen irgendwie? Das wäre geil. Ja, kann ich. Cool. Okay, hier nicht mehr, scheiße. Ne, hier muss ich kämpfen. Ach, Kira, du machst das. Ich scheiß ihn da aus. Irgendwie ist das Reisen mit diesen Flugdinger noch tausendmal schneller als mit den Kleidern. Hab ich heute schon mal gesagt. Ich habe neue Energiestationen eingerichtet, an die ihr nicht herankommt. Ihr habt euch höchstens ein paar Stunden Zeit verschafft. Seid ihr jetzt stolz auf euch? Denkt nicht mal daran, noch jemanden zu töten. Ihr werdet schon bald selbst tot sein. Immer diese leeren Versprechen. Sicher, dass das ein leeres Versprechen war, du Dulli? Also, mein Lichtschwert, das summt schon vor Leidenschaft, dass es dir den Kopf abschlägt. Diese Riesenhügel sind Killiknester. Wenn ihr einen davon seht, haltet lieber euer Lichtschwert bereit. Okay, Kira. Das mache ich. Äh,
sind sie denn? Hier ist Nummer 1. Der Stoßtrupp hat die Ulgo-Einrichtung zerstört. Die Killik-Angriffe sind bereits um 40% zurückgegangen. Euch das Kommando zu übertragen, war dann wohl doch die richtige Entscheidung. Vielen Dank, Sir. Und das ist sicher euer Stoßtrupp. Euch zu sehen ist mir immer wieder ein Vergnügen. Es ist schon viel zu lange her. Aber dann können wir Haus Ulgo selbst angreifen. Das haben wir euch zu verdanken. Wir hatten unsere Schwierigkeiten, aber ich bin bereit, darüber hinwegzusehen. Aha, Baby. Und jetzt habe ich Kriegspläne zu schmieden und jede Menge Stimcraft zu tragen. Mann, ich will mit der flirten! Ich wünsche euch viel Erfolg. Passt auf euch auf. Ihr auch. Dieser Krieg ist für uns alle schlecht und er ist noch lange nicht vorbei. Ich weiß, was besser ist als der Krieg. Oh. Oh, schade. Dir kann ich ja nicht flirten. Das sind nur Soldaten. Das sind die besten Reise an diesem Ende der Galaxie. Überzeugt euch selbst. Der Weg zu den Hügeln ist von Leichen gesäumt. Die Front ist ein einziger Friedhof. Oder der Schauplatz einer Fressorgie. Die Killik-Schwärme löschen. Hat mich sehr gefreut. Diese dämlichen Insekten. Ach, hier muss ich schreien. Ich habe die Energiestationen des Lasers deaktiviert, aber Darth Angrals Schüler hat mich kontaktiert. Dutzende Unschuldige sind bereits Ziele des Todessiegels. Wir müssen das beenden, bevor er den Laser wieder aktivieren kann. Das ist Win Organa, Verhandlungsführer bei den Friedensgesprächen, die diesen Krieg beenden sollen. Alaina Haag konnte sich im Palast Organa frei bewegen. Jeder dort könnte ein Ziel sein, ich eingeschlossen. Das letzte Mal, als ich Alaina sah, war sie noch in eurer Stadt. Wir haben sie im Chaos nach dem Tod von Count Alde verloren. Meine Spione berichten aber, dass eine Frau, die auf ihre Beschreibung passt, das Gebiet von Haus Thul betreten hat. Haus Thul? Sie unterstützen das Imperium? Ja, aber Duke Thul setzt sich öffentlich für die Friedensverhandlungen ein. Ich habe den Eindruck, er meint es ernst. Was, wenn die Sith ihn zum Schweigen bringen möchten? Das Letzte, was Darth Angral möchte, ist Frieden. Wenn Duke Thul von einer Geheimwaffe der Republik getötet wird, werden die Friedensverhandlungen endgültig scheitern. Mir gefällt das ganz und gar nicht, aber ich glaube, wir müssen da reinstürmen und Alaina aufhalten. Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Meister. Du holst im Alleingang das Todessiegel aus dem Haus Thul. Ich habe eine eigene Mission. Es gibt nur wenige Orte, von denen aus Angrals Schüler operieren kann. Wir müssen die Liste der Kandidaten verkleinern. Ja. Ich komme mit euch. Dann gehen wir ins Haus Thul. Unsere Wege trennen sich hier. Ich kontaktiere dich, wenn ich unseren Feind gefunden habe. Ich hoffe schon bald von euch zu hören, wenn die Bedrohung vorüber ist. Geh zum Haus Thul. Möge die Macht mit dir sein. Du bist ja nice. Du kommst sogar aus der Stadt. Du bist eine Freundin von einer Freundin. Cool. Ich muss dich kennenlernen. So, hier. Das da. Ich muss hier wieder raus. Seht guck euch die mal, Jorik, ich habe eine Hose für dich. Schenke ich dir nicht, verkaufe ich dir. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Und traurig, wenn ein normaler Soldat stärker ist als ein Sith-Schüler. Ja. Dann hat der Schüler echt was falsch gemacht. Der hat keine Leidenschaft. So. Jetzt? Was ist denn das doch? Da will ich hin. Wo war das? Da unten, wo noch unaufgedeckt ist. Gut, da fahre ich dann erstmal hin. Scheiß erstmal auf die Mission. Da, wo ich hin will. Warte mal, bleibst du jetzt mal stehen?
eigentlich noch? Ich mag die Flugtiere, ey, die machen so geile Geräusche. So, zurück. Was war dort? Jetzt bin ich viel zu weit geflogen. Erstmal Autofahren anschalten. Das war dort unten. Okay. Okay, also einfach erstmal bis zur ersten Kreuzung folgen und dann rechts rum. Okay, Eik, du nimmst jetzt kein Handy in die Hand. Folge dem Weg. Ersten Kreuzung? Okay, ich kann auch hier lang fahren. Okay, bis zur zweiten Kreuzung. Ich bin erstmal essen, bist du? Jo. So, Kreuzung ist das hier gewesen, was ich meinte. Okay. Eine Handvoll Gegners. Ihr seht mich, aber ich, nein, nein, ihr schießt mich nicht ab. Nein, pfui, aus. So, irgendwo hier unten war doch diese komische Ruine jetzt. Das ist ein Bunker, okay. Nee, dann war das nicht. Dann war das da unten. Was war das? Ja. Das war einfach nur fucking Kristall? Ernsthaft? Jetzt gibt's hier nix. Einfach nur ein scheiß Kristall. Wenn es hier nichts ist. Boah, Schachtel, gibt es irgendwas Geiles. Und wenn ich schon immer hier bin, kann ich doch da unten gleich noch auf Decken fahren. Dann fahren wir hier noch schnell auf Decken. Aha. Ein Sanitätsdruide. Ich will da auch. Dann laufen wir halt hier unten lang. Ha! So kann man es auch aufdecken. Cool. Was hast du denn gebracht? Ein Gürtel. Warte mal. Ich hab jetzt, guck mir jetzt den Lilanen an. Okay, der hat weniger Angriffskraft. Nee. Nö, nö, nö. Da muss ich hin.
So. Wo müssen wir jetzt hin? Wo starte ich denn dort unten? Da hoch, also immer über die Brücken und dann der Linie folgen, der gelb. Okay. Dann machen wir das doch einfach mal. Doc Bane, Doll, noch irgendwas. Ein Wookie. Ich glaube hier lang, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, fast. Okay. Warte mal. Hier will ich aber nicht durchfahren. Da muss ich aber... Moment mal. Ich kann noch vielen Kämpfen aus dem Weg gehen. So. Ach, komm! Warum habt ihr mich gesehen? Da rein muss ich. Da. Hä? Ah, jetzt. LOL! Was war denn das gerade für ein Bug? Und wieder kämpfen. War ja klar. Sorge mal, rennt der einfach weg? Ich muss da rein, oder? Ja. Na dann. Ui. Weil du uns weggeschubst hast, das kommt davon. Ist der an? Ach, Kira kümmert sich drum. Nice. Die Kira kümmert sich da schon. Alles klar. Hallo? Der hat den wieder nicht anvisiert. Warum? Was soll das denn jedes Mal? Friss mein Lichtschwert! Ja, genau.
Friss ihr Lichtschwert. Okay, Kira, hier schalte ich dich jetzt mal bitte auf Heilung um. Da kommt ein Sith. Sicher ist sicher. Seid vernünftig, Duke. Euer Streben nach Frieden ist töricht und unangebracht. Lord Neferit will nur das Beste für das Haus Thule. Den bedingungslosen Sieg. Und ich soll dafür Organa verraten. Wer zum Himmel seid ihr? Ich bin gekommen, um euch vor Alaina zu retten. Ihr seid in mein Heim eingedrungen. Wie viele Wachen habt ihr auf dem Weg umgebracht? Alle. Und jetzt wird er auch euch umbringen. Ich warne euch. Ich bin bereit, euch zu töten. Lord Neferit hat mich für den Kampf gegen einen Jedi trainiert. Und was ist mit zwei Jedi? Wachen, verteidigt den Duke. Der Arsch ist gerade geheilt? Fällt dem ein? Oh, wo ist er denn? Und wieder nicht anvisiert. Ey. Wenn ihr mich schon töten müsst, so sagt mir wenigstens warum. Der Jede ist nicht euretwegen hier, Narr. Aber das spielt auch keine Rolle. Niemand wird der Reinigung Lord Neferits entgehen. Ihr seid beide tot. Genau wie alle anderen, die um Frieden betteln. Da ihr die letzte Person seid, die markiert wurde, werdet ihr zuerst fallen. Lord Neferits Pläne sind offensichtlich. Gebt mir die Zielvorrichtung. Versucht gar nicht erst, die Markierung von euch zu entfernen. Ich habe die Zielvorrichtung gerade außer Betrieb gesetzt. Dann haben wir genug von euch gehört. Oha, geil! Dank diesem verfluchten Weib sind wir beide dem Tod geweiht. Außer wir arbeiten zusammen. Ich kooperiere gerne mit euch, Duke. Ich wusste gleich, dass es besser ist, diesen Sith im Auge zu behalten. Widerwärtige kleine Kerle wie er führen immer etwas im Schilde. Er benutzt einen Bergbunker als Basis. Ich gebe euch die Koordinaten. Tötet ihn, wenn ihr könnt. Ich muss nur die Todessiegel-Technologie zerstören. Ich versuche, den Raumhafen zu erreichen und dem Todessiegel zu entgehen. Für den Fall, dass ihr es nicht schafft. Aber zuerst muss diese Verräterin sterben. Wenn ihr auf Alderaan Frieden wollt, müsst ihr begreifen, dass der Tod keine Gerechtigkeit ist. Ich stecke sie in eine Arrestzelle, bis sie vor Gericht gestellt und hingerichtet wird. Geht, haltet Neferit auf, für unser beider Leben. Da hat die Trolle erstmal jetzt das Fressbrett bekommen. Meister Orgus, das Todessiegel wurde zerstört, aber ich wurde vorher markiert. Darth Angerals Schüler hat mich als Ziel ausgewählt. Ich bin auf dem Weg zu seinem Versteck. Wo seid ihr? Zu weit weg, um dir zu helfen. Ich habe dir im Lager nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe nicht den Schüler gesucht, sondern Darth Angral selbst. Und ich habe gerade seinen Kreuzer gefunden. Wir müssen die Flotte alarmieren. Sie werden ihn zerstören. So einfach ist das nicht. Der Kreuzer ist am Rand des Systems, außerhalb der Reichweite planetarer Sensoren. Er wird jeden Moment in den Hyperraum springen. Wir haben wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Ich gehe an Bord des Kreuzers. Ich wollte nur, dass es jemand weiß. Als... Ihr seid ein großer Jedi, Meister. Wenn jemand Angral aufhalten kann, dann ihr. Du bist der beste Schüler, den ich je ausgebildet habe. Ich wünschte, ich hätte dich schon früher getroffen. Halte Angrals Schüler auf. Rette Alderaan. Möge die Macht mit dir sein. Orgus Ende. Ja. Okay. Und das hier brauche ich nicht mehr. Kira. Schaden.
Jo, dich werden wir jetzt mal da runterziehen. Wo geht's raus? Da lang. Lebt eigentlich mein Hörnchen noch? Ja, da ist er. So, wo muss ich hin? Dahin, also Hunetrand. Hört sich seltsam an, aber okay. Da. Nee, ich muss das dort lassen. Das ist sonst ungewohnt, wenn ich nicht Z drücken kann. B. So. Ihr Seelenfrieden ist meine höchste Priorität. Da lang. Ich kann versichert sagen, dass ich diese Aufgabe perfekt ausführen werde. Falsche Richtung. Hier gibt es auch noch ein bisschen was zum Aufdecken. Och! Alter! Was ist falsch mit dir, Druide? Mich das aber irgendwie auf hier. Ah, oh, schon wieder so ein Schwert gekriegt. Da muss ich hin. Wow, er dreht sich um da hinten. Guckt, was passiert, dreht sich wieder weg. Was für Helden. Was für Helden, die, die hier auch sind. Alter. Auf mich wegzuschubsen. Drin irgendwas Besonderes machen? Blitzschocken! Yeah. Ja, 15 Dullis ausradieren. Kriegt mal hin. Das kriegt man doch hin. Haben schon 7 ausgeschaltet. Warte mal, da kommt Sif. So. Yeah.
Na los, Kira. Ich hatte da, gibt's hier oben noch irgendwas Besonderes? Also ein paar Soldaten. Stimmt, Kira ist halt Heilung nicht mehr auf Schaden. Shit, 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 shit. Naja. Nee. Nee. Die ist ja nur noch auf Heilung aus. Ihr seid wirklich äußerst stur. Ihr seid wohl erst zufrieden, wenn ihr mich wirklich in Schwierigkeiten gebracht habt. Was? Ich bin erst zufrieden, wenn ich euren letzten Atemzug höre. Ihr seid viel zu emotional für einen Jedi. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ob ihr auf der richtigen Seite steht? Mein Meister über... Eine höchst amüsante Holo-Nachricht. Ihr solltet sie wirklich mit mir zusammen ansehen. Musst du kurz raustaben, um den Chat zu folgen. Es war sehr töricht von euch, meinen Kreuzer alleine anzugreifen, Augustin. Es ist noch nicht zu spät, Ang. Tut einmal das Richtige. Ergebt euch. Zu schade, dass ihr euren Schüler nicht mitgebracht habt. Dann könnte ich euch beide töten. Sagt mir eines, Jedi. Habt ihr Angst zu sterben? Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Wenn es keinen Tod gibt, wo ist dann mein Sohn? Nein! Und jetzt werde ich euch vernichten. Schließlich kann man nicht gegen etwas kämpfen, das man nicht sieht. Die Macht wird mich leiten. Ihr werdet nicht entkommen. Bringen wir es hinter uns. Ich habe eine lange Liste mit Leuten, die ich töten muss. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Der Todessiegellaser ist wieder aktiviert und er ist auf euch gerichtet. Hörnchen, der hat dich abgeschossen! Was war das hier gerade? Hässlicher Bug, ey. So. What give it? Eine Hose. Wow, wollte ich schon immer haben. Schnelligkeit weg, Präzision an. Was ist das? Fremdling. Ich hab an. Bravat. Ich hab doch hier schon Fremdlingshandschuhe. Die sind aber rot. Und Fremdlingsschuhe. Das ist effizient. Begabt. Und das ist fähig. Egal, anziehen. Fremdling. Ah, die Fremdlingrüstung ist halt. Ich hab also sogar schon eine Fremdlingrüstung an. Lol. Nur eine weiße. Ich müsste die rote anziehen. Warum habe ich eine Sprengladung im Inventar? Egal. Was ist denn das hier? Nix. Nein.
Ich will nur gucken. Okay. Hä? Was das denn? Ich habe eins von 290 Farbkristallen. Was? Rosa, pinker Adlerauge-Kristall. Ah, ja. Okay. Hier gibt es schwarzes. Schwarz-rot gestreift. Oh, das wäre nicht schlecht. Ja, Haustiere. Schiffsmodelle 1 von 50. Druiden 1 von 59. Werbegeschenke 2 von 49. Haustiere 2 von 253. Was sind meine Werbegeschenke? Wo sehe ich denn die? Ach, hier. Der kleine Popeldruide und das Raumschiff. Alles klar. Ja, gut. Gefährten? Gegenstände komplett, galaktische Season. Was? Gefährte, Altur, blabla, Add-on. Ja, klar, das ist mir schon bewusst. Hier gibt es noch weitere Gefährte, Paxton, noch irgendwas. Kann ich nicht entziffern, da ist immer was davor. Meisterin Ranos. Was? Nico genau. Gefährten habe ich 3 von 34. Joa. Joa. Ja, wir müssen hier erstmal raus. Alter. Ach komm. So, jetzt geht's weiter. Ja, ich muss kurz Kopfhörer nicht, meine Sturm noch an hier, das ist nicht gerade. So schnell stirbt ein Mann. Das nervt immer. Das nervt, wenn da eine Haarsträhne ins Gesicht hängt. Kira? Gehst wieder auf Schaden, danke. Du, was hat der denn gehabt? Eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Wow. Das Todessiegel wurde zerstört. Euer Gefolge ist in Sicherheit. Ich werde sofort den Palast Organa informieren. Wir stehen auf ewig in eurer Schuld. Duke Tool hat uns als Zeichen seines guten Willens die Spionin Alaina geschickt. Sie wird sich für ihre Verbrechen verantworten müssen. Ihre Aussagen werden das wahre Gesicht des Imperiums offenbaren. Kein Haus wird sich danach mehr mit ihnen verbünden. Je früher das Imperium Alderaan verlässt, desto besser. Bitte entschuldigt, aber man verlangt nach mir. Die Bedrohung ist vorüber, doch der Krieg geht weiter. Ich hoffe, dass Alderaan eines Tages in dauerhaftem Frieden lebt. Lebt wohl, Jedi. Wir sollten zurück zum Schiff und General Vasatra von Meister Orges berichten. Okay, ich bin mit dem Planeten fertig. Wie fandest du die Szene eigentlich? Welche? Da, wo der Meister gekillt wurde. Der war halt alt und schwach.
Was soll ich dazu sagen? Das war schon meine Aussage in irgendeinem Gespräch, dass der Eltern schwach ist, also... Du hast mich jetzt nicht mitgenommen. Mitgenommen hat es mir auch nicht, aber ich fand es witzig, dass sie... sich wirklich trauen, den umzubringen. Er ist ein Sith. Die töten alles und jeden. Nein, ich meine die Spielemacher. Ach so, naja. Ich denke mal, hier wird es noch ein paar Tote geben. Ja, was machst denn du gerade? Ich muss gerade zurück zum Kerl, zu Duke Calais Organa zurück. Ich muss wieder in den Palast hochkraxeln. Okay, dann fahre ich noch ein bisschen rum und deck off. Weil ich muss jetzt normalerweise zum Shift mit dem Holoterminal interagieren. Da decke ich hier noch so ein bisschen auf. Hm? Werd aufdecken und die restlichen Holocons sowieso wann anders machen. Das werde ich jetzt nicht machen. Ja, muss der jetzt irgendwie mal. Ich werde nächste Woche auch mit definitiv einen Nachmittagabend mal Zeit nehmen und die Holocodes auf dem Planeten sammeln, wo wir schon waren, aber wo ich noch nicht alle habe. Mhm. Ich muss mal gucken, wo muss ich noch aufdecken? Da unten, ne? Also dahin. Sitzen. Das ist ja nicht mehr normal. Da unten muss ich auf den. Stopp. Bevor ich hier weiterfahre, komme ich hier. So, jetzt habe ich nur noch die Hände zu zahlen, das ist immer. Oh, Weltenboss. 420.000 Leben. Stufe 33. Ach komm, no risk, no fun. Ich versuch den mal. 33er. Ey, der hat schon 98% Leben. Und ich bin tot. Okay. Können die mich nicht, wenn ich in dem Kampf bin, wenigstens auf mein normales Level hochstufen? Das wäre viel angebrachter. Na, dann wäre ja auch der Boss viel zu einfach. Nö, der würde trotzdem ordentlich Damage machen, weil der 420.000 Leben macht und der hat mich mit 4-5 Schlägen, down geklopft. So einfach sind die dann trotzdem nicht. Ja gut. Weil ich habe ja dann nur mein aktuelles Level zur Verfügung und mein aktuelles Leben und das sind ja, wenn ich das hier sehen könnte, wenn ich nicht runtergestuft würde. Keine Ahnung. Alter, Ausrichtung 100.000 hell 5. Ich habe 0 dunkle Punkte? Okay. Das ist ein bisschen seltsam jetzt, aber... Komme ich denn jetzt hier hoch? Ich muss da oben aufdecken. Jetzt lasst mich hier hoch! Na dann. Gibt's auf Typhon eigentlich einen Weltenboss? Ich hab dort nie einen gesehen. Okay, das weiß ich gar nicht. Hm. Was ist eigentlich das hier? Ach, das war mal eine Riesenbrücke. Ach, nee.
Ich hinterfrag sowas in dem Spiel einfach gar nicht, warum hier drei Säulen mit einem Stück riesengroßer langer Brücke stehen, obwohl das hier total sinnlos auf dem Planeten ist, weil es eh Gleiter gibt, die Kreuzer quer durch die Gegend fliegen. Na komm, Deck off. Geht doch. Da hinten ist dann noch was immer erst mit den Quark. Ne? Kann man in der Zwischenzeit hier wieder arbeiten schicken. Ne? Das denn? Wo komme ich denn da hin? Das ist ein Haus nach meinem Geschmack. Das ist nicht so protzig wie die ganzen Paläste. Das ist irgendein Organa-Palast schon wieder. Jedi-Streife, Jedi-Streife. Was? Organa irgendwas. Schon wieder Jedi-Streife. Keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin, aber mir gefällt es hier. Keine einzige Nebenquest hier? Beim wirklich Jedi-Streife gibt es so viele Jedis und man muss erst ein Ei kommen und den Planeten retten? Oh Gott. Selbst die fortschrittlichsten Droiden können aus dem Ohr eines Banthas keine Tasche aus Schimmerseide machen. Ich verspreche mich nächstes Mal zu bessern. Nee, eine Jedi-Enklave kann das hier nicht sein. Das glaube ich nicht. Bleib mal stehen, wir müssen den Droiden wieder arbeiten schicken. Für mehr ist der nicht zu gebrauchen. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Ha, ich hab's geschafft. Geil. Bounce. Ich glaub nicht, dass man auf die Mauer springen sollten, dürfen, tun kann. Bleib da jetzt mal stehen, du Dulli. Okay, es ist nur noch das Stück da, oder? Da fahren wir wieder zurück, ganz einfach. So. Warte mal, hier gibt es ja noch eine Story-Quest, die man entweder am Raumhafen kriegt oder irgendwo anders. Ist ja noch diese Flashpoint-Mission. Zeug. Gedöns. Was ist das hier? Irgendwas mit Feinden. Ja, da fährt irgendjemand rein. Alles klar. Irgendwas bin ich gerade. Klarustal, alles klar. Hier gibt es wieder Käfer, ganz viele. Viel zu viele Käfer. Und Missionsbereich, wo ich nicht reinkomme. Ja. Hat sich gelohnt, hier hochzufahren.
Mittelteil ist komplett aufgedeckt. Da oben fehlt noch ein Haufen Zeug. Ich geh mal zum Raumhafen. Da müsste es doch jetzt normalerweise irgendwas geben, questtechnisches. Das ist das Helden Plus Terminal, das will ich nicht. Wo haben wir denn immer die, um die Story abzuschließen auf dem Planeten, die Quests angenommen? War das auf der Flottenstation oder war das hier irgendwo? Um welche Quests abzuschließen? Um den Planeten komplett abzuschließen, ne? Gibt's doch immer noch so eine Flashpoint-Mission, die zur Story gehört. Flashpoint-Mission nimmst du, abgesehen von einer Ausnahme, eigentlich immer auf der Flotte an. Okay, dann werde ich dort gleich mal einen Flattery-Dutch, ne? Ich guck jetzt hier nochmal rum. Aufdecken mache ich, wie gesagt, alles nächste Woche. Raumhafen ist ja komplett aufgedeckt. Gut. Da werde ich zur Flotte fliegen, aber noch nicht mit dem Holoterminal interagieren. Das werde ich mir aufheben, wenn du soweit bist. Ich habe gerade noch zwei Helden plus zwei Missionen. Boah, das ist jetzt halt. Hier gibt es auch nichts drin. Nee, dann wird es auf der Flotte sein. Oh, ich muss mich erstmal. Ach, Scheiße. Ich sehe es ja gerade, sind schon wieder 4 Stunden. Ich könnte schon wieder ihn rauchen. Mach ich das oder mache ich das? Ich bin obescheuert, ne? Ich nehme einfach den Notfall-Flottenpass, da bin ich schon instant auf der Flotte und muss erst ins Raumschiff einsteigen. In 3 Stunden schon wieder rum? Abklingzeit 1 Stunde 30. Keine Ahnung. Stand der Abklingzeit 1 Stunde 30, ich konnte ihn aber gerade benutzen. Hab den ja schon nochmal benutzt heute. Oh, das ist doch keine 3 Stunden her. Ich werde gleich mal gucken, was da steht. P. Allgemein. 1 Stunde 30 Abklingzeit steht bei mir. Okay, bei mir sind es 3 Stunden. Das liegt dann wieder mit dem Abo zusammen. Nur dann. Weil 1,5 Stunden sind locker rum. Heldenmission. Prioritätsmission. Das war doch, glaub ich, hier. Wöchentlich. Flashpoint. Wöchentlich Flashpoint im Veteranenmodus. Galaktischer Konflikt. Hilf der Republik, indem du 3 der folgenden Missionen im Meistermodus abschließt. Nein. Hilf der Republik, Mission 5-mal abschließt. Nein. Gruppeneinführung. Okay, wöchentlich Aufstände im Veteranenmodus. 5 Missionen abschließen. Nö. Story-Modus. Hilft der Allianz, indem du die folgenden wiederholbaren Missionen 10-mal abschließt. Ich soll die 10-mal abschließen? Weltenzerstörer getrennt fallen mir. Grabenläufer Versuch macht klug. Entermannschaft Inferno zersplittert. Feuerfrost abgefertigt. Rotreißer.
Einfach, ne? Aber hier gibt es anscheinend dieses Mal tatsächlich keine irgendwie, damit man den Planeten richtig abschließen kann. Oder wir kriegen das auf dem Raumschiff dort am Terminal. Das kann auch sein. Oder wir werden irgendwann nochmal zu diesem Planeten gelotst. Weil ich habe irgendwie noch ziemlich wenig von dem Planeten aufgedeckt. Ohne jetzt natürlich aktiv aufzudecken. Sozialpunkte. Die Republik wurde gemäß der Prinzipien der Demokratie gegründet. Bla 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 bla. Um dieses große Ziel zu fördern, bittet die Republik alle Bürger und Soldaten der Galaxis, unsere vereinte Macht zu zeigen, deren Bande untrennbar sind. Bilde Gruppen mit Bürgern und Republik, um genug Sozialpunkte für die Sozialstufe 1 zu verdienen. Wenn du die Sozialpunkte 1 erreicht hast, erwirbt dein republikanisches Sozialabzeichen von Jeros, bla bla bla, bei der Ausrüstung, bla bla bla. Nimm eine Fähre nach Coruscant. Das ist ein Tutorial. Nö. Jetzt, wo ich hier so weit bin, mache ich doch kein Tutorial mehr. Das hätte man schon ganz am Anfang machen können. Kristallen. Mit der ich nicht reden kann. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Schwarz-grüner Spezial fortschrittlicher Adleraugenkristall. Was für ein Ding? Schwarz-grüner Spezial fortschrittlicher vernichtender Kristall. Ach du Heimatland. Viel Glück da draußen. Nee. Festes Wohlstandes kennen wir schon. Irgendwo muss es doch hier noch was geben. Flashpoint Zerka Unternehmen. Das kenne ich noch gar nicht. Jedi, welch eine Ehre, mit dem Verteidiger von Coruscant und Corellia zu sprechen. Ah, jetzt bin ich. Die ehrenwerte oberste Kanzlerin Saresh hat eine Nachricht bezüglich meiner ehemaligen Herren, der Zerka Corporation, gesendet. In den vergangenen Jahren erlitt Zerka zahlreiche Skandale und finanzielle Verluste. Die Republik wurde autorisiert, mit der Übernahme von Zerka-Eigentum zu beginnen. Ich war selbst ein Zerka-Droide. Ja und? Was geht mich das an? Die Zerka Corporation hat eine Menge Leichen im Keller. Früher oder später musste die Vergangenheit sie einholen. Leider hat sich eine Zerka-Anlage abgeriegelt und weigert sich, die Bestände zu übergeben. Es handelt sich um eine entfernte Mondbasis, genannt CZ-198. CZ-198 ist eine wichtige Anlage. Die ehrenwerte Kanzlerin Saresh will, dass sie unbedingt gesichert wird. Wissen wir, woran Zerka in CZ-198 gearbeitet hat? Leider wurden alle Aufzeichnungen zu CZ-198 entfernt. Unsere geliebte Kanzlerin Saresh sagte, sie sollen mit einem Mann namens Adjudikator Rifain sprechen, um mehr zu erfahren. Er regelt die Zerka-Übernahme. Hier sind die Kontaktinformationen zu Adjudikator Rifain. Leben Sie wohl, Mitbürger der Republik. Ich habe gerade eine gelbe Quest gekriegt auf der Flotte. Titan der Industrie, sprich mit Rifain auf was? Sprich mit Adjudikator Rifain auf der Gaff Daragon. Alles klar. Frage ist, mache ich die jetzt oder mache ich die nicht, weil die ist gelb. Ah, ich soll dort bloß so ein Asteroiden oder sowas befreien. Was denn das hier? Prioritätsmissionskurier General Konlat. Mit dem interagiere ich gleich. Ich gehe erstmal in den Roh, bis gleich. Ja.